So, hallo und welcome back. Diesmal zu Wipeout. Ich habe das jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr gestreamt. Gab so nicht die Gelegenheit dazu. Arbeite kurz noch an dem Bild. Ich strahle hier wieder ein bisschen sehr stark. Nee. Ich brauche wirklich eine bessere Kamera. Das ist ein Zustand. Hallo, Nero. Ja, ich strahle wie ein Vampir oder ich bin auf einer Seite zu dunkel. Irgendwie ist es auch sehr blaulastig, habe ich das Gefühl. Aber okay. So. Ich muss den Desktop-Audio ein bisschen pushen, weil das nämlich bei Wipeout immer zu leise ist. Das euch wundert. So. Sollte meine Stimme zu leise oder spielt zu laut sein und so weiter, ne? Dann sagt Bescheid. Na, Kameraposition ist falsch. Hier ist es dann noch ein wenig lauter. Ich hoffe, das geht so. Ich habe sie gesagt, dass sie pusht. Ich will mir sagen, ob er dann alles hört. Das ist auch schon etwas älter, ja. Das ist wohl wahr. Der Bug wieder, ja? Auf. So. Okotiki 45. Geht so. Okay. Erstmal Pfizer gemacht. Da weiter, wo er aufgehört hat. Letztes Mal war es zumindest ganz lustig. Deswegen dachte ich mir, hey, das kannst du weiter im Stream. Muss ich mich nur selber wieder einfinden, weil ich das eine Weile jetzt nicht mehr gespielt habe. Wenn das nicht mal schief geht, aber es ist ja zu eurer Belustigung dann, also von so her. Wow. Wie ihr aber sehen könnt, ist das schon etwas älter, ja. Weiß nicht, habt ihr einen Teil davon gespielt? Nero, kennst du die Teile noch? Ich weiß, es gab für die PS Vita, glaube ich, gab es eins. Für die PlayStation 3 gab es definitiv einen Teil. Das hier ist von der ersten noch. Weil ich habe halt auch nur die ersten wirklich gespielt. Geht, muss ich sagen. Die Steuerung ist in Ordnung mit dem Ding hier. Warning dich woanders hin. Wow. Ach, fahren. Natürlich juckt mir jetzt die Nase. Klar. Aber das werde ich wahrscheinlich... Oh, ich habe ja drei Runden hier. Haha. Vergesst es immer. Hier geblieben. Aber wenn man sieht, kann ich das dann doch nicht so gut... Ja, das ist nett. Das wollte ich jetzt zwar eigentlich nicht, aber... Okay. Mann, das ist doch immer an dieser Kurbel! Ihr gottverdammten Drecksäcke, das kann doch mal nicht wahr sein! Wie soll man hier auf den ersten Platz kommen, wenn ihr mich ständig anschießt? Wie man sieht, sind sie sehr schussfreudig heute. Puh! Problem bei dem Spiel ist allerdings, dass ich den Chat nicht lesen kann, solange ich hier in der Runde stecke, weil, wie ihr seht, das ist sehr schnell. Da muss man sich im Gegensatz zu Overwatch doch ein bisschen mehr konzentrieren. Bei Overwatch hat man immer so Momente, wo man nur so rumläuft oder so, da hat man nicht so viel aktive Gedankenzeit, sag ich mal. Boah, jetzt steuert sich gut, das Ding hier, muss ich sagen. Steuert sich. Ist doch. Sag mal,
Ist denn das einprogrammiert worden, dass die immer an der Kurve schießen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, dann machen die das. Ah. Der hängt mir vor allem ganz schön an der Pelle hier. Tschüss. Nein, 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 nein. Einzeller. Ist doch wohl nicht. Na. Oh, ist doch fies. Ich weiß gar nicht, wie schnell der Goteki 45 im Vergleich ist. Also, er ist langsamer als der AG5, das weiß ich. Aber sonst habe ich keine Ahnung. Er ist wendiger. Das ist ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Er ist ganz schön wendig dafür, dass er so ein schnelles Ding ist. Er ist wendiger als der Auricom, den ich gerade vor mir habe. Aber... Autsch. Stirb an deinen Minen. Wow. Wenigstens habe ich mehr Zeit, diese Strecke zu üben. Seht's positiv. Ihr Drecksäcke. Aggressive Hunde hier. Nein! Das bringt natürlich sehr viel. Sehr schlau gezündet von mir. Ach so, ja. Wir haben ja das Problem, dass wenn eine Strecke zu lang ist, dass der... Na? Die ist sehr... empfindlich, diese Steuerung, wie ihr sehen könnt. Das Lustige ist, dass die, ich kann die Videos auf YouTube in dem Fall gar nicht vermarkten in dem Fall. Also die hier geht nicht, weil die Musik, die im Spiel ist, wird von YouTube erkannt, dass das eben richtige Musik ist von richtigen DJs und sowas. Hallo? Und, das kannst du deshalb nicht machen, weil die das automatisch quasi sagen, ha, das ist unsere Musik, das machen wir nicht. Natürlich ein bisschen dumm, weil es Teil des Spiels ist. Und ich natürlich hier nicht irgendeine andere Mucke anmachen will, als die, die das Spiel hat. Weil, hallo? Das gehört irgendwie dazu. Es ist Wipeout, da gehört elektronische Musik dazu. Und auch die elektronische Musik, die damals dabei war. Das ist ein bisschen sehr komisch. Finde ich. Mann, haut doch mal ab hier mit eurem verdammten Raketen, das kann man nicht wahr sein. Lasst mir meinen ersten Platz. Ich muss echt aufpassen jetzt, der hängt mir... Ich habe den dämlichen AG5 an der Backe. Und den kann ich mit dem, den ich habe, nicht abschütteln hier. Das ist echt das Problem. Der ist nämlich zu langsam dafür. Doofe Waffe auch ausgewählt gerade, muss ich sagen. Nein, wieso kriege ich diese Kurve nicht? Es ist ungewohnt, dass der so wendig ist, muss ich sagen. Für seine Geschwindigkeit ist er echt ganz schön wendig. Das ist auch nur bei dem Emulator so. Weil die Strecken halt länger laufen in der Klasse. Offenbar. Und dann, nee, Quatsch, wenn man eine Strecke neu startet, hat das Spiel mehr Zeit, den Track auszuspielen. Und ich muss, bevor ich eine Strecke neu starte, das nochmal machen, damit der hier Musik anspielt. Ansonsten will das nicht. Wow, 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 ach, die Strecke ist das. Okay. Ich war auch so ein bisschen geil drauf, das Spiel wieder zu streamen, weil das erste Mal ist, dass es in einer höheren Auflösung streamen kann. Damit das nicht ganz so mega pixelig ist. Was bei dem Spiel vielleicht nicht den riesen Unterschied macht, aber ich dachte mir, hey. Fuck. Geh weg mit dem Autopilot. Auch der Autopilot nicht. Ich kann die Strecke selber fliegen, sagte er und fuhr gegen die Bande.
Wusch. Tschüss. Hatte gehofft, er hätte den AG5 hier noch mit erwischt, aber. Warum sage ich eigentlich AG5? Das ist ein AG-Sys und nicht AG5. Das ist ein S und keine 5. Komm, schieß auf mich. Schieß. Komm. Nicht. Ja, natürlich. Geh mir aus der Sonne. Gott. Das ist nervig, weil die so schnell sind. Sind denn die anderen, dass ich die noch nicht gesehen habe? Ich kann mich gar nicht vorstellen, dass das Spiel so unforgiving war in der zweiten Klasse. Dass wenn man die Strecke nicht konnte, dass man die ersten nicht mehr gesehen hat. Das wundert mich ehrlich, muss ich sagen. Was sind denn die? Ich sehe sie auch nicht, das ist echt seltsam. Oh, schön. Einer weniger. Oh, das wird knapp. Jetzt wird echt knapper, wenn ich die jetzt erst hier ran habe. Shit. Mann. Das ist doch unfair. Mich immer anschießen hier. Ist lustigerweise gar nicht wegen der GEMA in dem Fall. Ist, Achso, siehst du? Gleich mal dran denken. Ist tatsächlich wegen Inhabern von den Songs. Was ich ja verstehen würde, wenn das Musik wäre, die ich im Stream noch extra spiele, ne? Aber die ist Teil des Spiels. Die haben ihre Lizenzkosten damals bezahlt dafür, dass das Teil des Spiels ist. Das ist ein bisschen bescheuert. Weil dann eben immer Teile des Spiels so stumm geschaltet werden im Nachhinein. Was ein bisschen kacke ist. Ist einfach nur dumm. Das ist jedenfalls Wipeout 3 Special Edition. Der hatte so ein paar Tracks mehr als die normale. Kam auch ein Jahr später raus, als das eigentliche Spiel. Man muss die Strecke aber echt können, das sehe ich. Also ansonsten. Och Mann, das ist so ein. Oh, so ein Anfängerfehler. Ich hasse es, wenn ich an die Viecher ranspringe hier. Das raubt einen so viel Zeit. Haut ab mit euren dämlichen Raketen. Final Lap, ja, ich weiß, dass es die Final Lap ist. So, komm aus dem Arsch hier. Ikaras wird nämlich echt schwer, die abzuhängen. Die sind so richtig schnell, die Dinger. Die einzige Chance, die ich nämlich habe, die abzuhängen, ist, indem ich die blauen Felder nehme, weil das macht die KI nicht. Dadurch kann man das Ding hier ein bisschen pushen quasi. Und hat dadurch die Möglichkeit, ihm davon zu fahren. Das ist bei den langsamen relativ egal, aber bei den schnellen, wie eben Genosse A, den ich gerade hinter mir habe, die holen dich im Schlaf ein. Die sind so schnell, die Ikaras. Da muss man echt aufpassen, dass man die blauen Felder kriegt. Ansonsten war es das. Gut. Hä? Hab ich gerade nicht den ersten gemacht?
War das jetzt gerade nicht der erste? Ehrlich? Are you fucking shitting me, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Ja, hi, ciao, tschüss. bis später, Nero. Danke fürs Reinschneiden. Viel Spaß noch. Oh. Es nervt gerade, ehrlich. Hab das Spiel einfach in Erinnerung. Krass, ey. Ja, Bein gehabt. Ich hätte das Bein reingerast. Ah, man sieht aber, wenn man die Strecke kann und nicht irgendwo gegen roscht, wie jetzt hier, dann geht das offenbar. Dann ist es doch etwas mehr unforgiving, als ich dachte. Schon wieder den AG5 hinter mir. AG-sis, nicht AG5. Geh mich, ja, Japaner. Mensch, geh mir aus der Sonne. Lass die Philippinen gewinnen. Die Philippinen sind ein Staat, der untergeht. Lass sie gewinnen. Hinter mir? Nee. So, ist noch eine Runde her, ne? Ja, genau, ist noch eine Runde. Was sagen? Ist doch noch eine. Entwickelt sich Genossen bauen. Okay, also man muss, merkt man, die Strecken können. Damit das was wird. Und wenn ihr euch wundert, das Gepixel, das ist nicht der Stream, das ist das Spiel. Yay! Die anderen Streams geschaut haben, die kennen diese Strecke schon. Und die wissen auch, was ich von ihr halte. Ah. Die anderen werden schnell merken, dass das hier sehr schwer ist. Das ist eine der... Wow, Schwein gehabt. Hallo? Ich hab dich angeschossen. Oder nicht? Offenbar nicht. Offenbar habe ich ihn verfehlt. Wow, Schwein gehabt. Aber war heute ein Glück mit dem ihn. Autopilot. Autopilot brauchen wir nicht. Wow, 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 wow. Fliegen ja hier, um selber zu fliegen und nicht um uns fliegen zu lassen. Aber solange ich die Strecke nicht kann, wie man sieht, wird da auch nicht viel draus. Aber ist egal. Wir malen, wir sind hier, um zu lernen. Ja, irgendwie. Ich bin Erster. Das zum ersten Mal. Yay. Ich werd gut. Irgendwie. Wusch. Fast. Wusch. Um es im Stile des Steam-Titels zu sagen. Wenn ihr eine Frage zu dem Spiel habt, dann könnt ihr die genauso gut an mich gerne loslassen.
Allerdings kann ich die euch erst beantworten, wenn ich eine Runde geschafft habe, weil das hier einfach mal sehr schnell ist. Das ist übrigens die zweite Geschwindigkeit, also es geht ein bisschen langsamer noch. Aber das habe ich in den anderen Streams bereits durchgespielt, also bin ich in der zweiten Klasse. Und ja, es geht noch zwei Stufen schneller. Natürlich. Okay. Kann schon sein, ja. Ich habe ihn jedenfalls nicht ausgeschaltet. Ich habe ihn erweitert. Aber uns nicht. Oh yeah. Obwohl, die Strecke ging immer bisher. Wow. Move. Sagte er und fuhr gegen die Bande. Wow, die ist das. Okay. Vielleicht irre ich mich auch. Gucken wir mal. Aber ich glaube, ich muss die mehrmals machen. Wow. Ja, wahrscheinlich. Weil so wird das eh nichts. Bam, bam. Fahren. Yay, einen habe ich erwischt. Einen konnte ich den Hintern versohlen. Sein Metallpuppöchen. Wohning! Wohning dich woanders hin! Du bist letzter. Lass die Großen auf die anderen Plätze. Aber ich glaube, das wird echt nichts. Dafür muss ich die Strecke erst ein bisschen besser können. Es wird jetzt langsam, aber dafür muss ich hier zum Beispiel solche Kurven wirklich kriegen, weil ansonsten kriege ich das halt nicht. Logischerweise. Das war ein sehr schöner Satz. Oh, der ist aber auch windig. Man schätzt das ein bisschen, muss ich sagen. Komm her! Wow! Jetzt Glück habe Krisen vielleicht noch, aber ich befürchte nicht. Aber so wie ich fliege, wird das nichts. Yay! Komm her, Ikaras! Lass dich anfeuern! Unbewaffnet in den Haaren, eine Kurve. Wunderschön. Ha! Abfeuern natürlich. Ach so. Ja. Ab hier kann ich euch zeigen, also die Klasse danach. Aber eben nicht die dann danach. Die muss ich erst freischalten. Yay, Parma-Projekt. Ich mag sie. Für die, die neu dazugekommen sind und nicht wissen, was das ist Wipeout 3 Special Edition. Bedeutet, es war eine Version, die kam ein Jahr später raus als die normale. Hatte ein paar Strecken mehr. Glaube ich. Ah, sind schon, also glaube mehr als vier oder sechs Strecken oder so. Das ist schon beachtlich, mehr. Tschüss. Ha, schön daneben. Schön daneben gesammelt. Husch. Und das Originalspiel ist von. Jetzt wollte ich hier so schön um die Kurve. Das Originalspiel ist, glaube ich, von 2000. Das ist auch schon ein bisschen älter. Die hier... Obwohl, warte mal. Nee, auf der hier steht 2000. Es kann also sein, dass die Version, die ich habe, ein bisschen neuer ist. Also, dass das Originalspiel älter ist als das. Ich mag Parma-Projekt sehr gerne. Also, ich habe kein Problem, die nochmal zu fliegen. Aber trotzdem wäre es schön. Für euch... Wenn ich es nicht muss. Auf der anderen Seite bin ich Vierter und letzte Strecke, also ich glaube, das wird nichts.
Oh, zwei Ikaras. Das kann nur schief gehen. Warum ist denn neuerdings immer Ikaras vorne? Ich meine, sind die schnellsten. Sie müssten eigentlich von der Logik her immer... Danke sehr. Danke fürs Anschubsen. Immer vorne sein, aber... Oh, come on. Komm. Mann! Ihr verdammten Cheater! Oh yes! Mean! Bitte, lass die letzte Runde. Nein, es war nicht die letzte Runde. Ich bin halb tot. Ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, dass das war. Ah, fahren. Und ich habe ihn auch genau hinter mir die ganze Zeit. Ich werde den so schnell auch nicht los, wenn das weitergeht. Puh. Alter Schalter. Jetzt wird spaßig. Ja, genau deswegen. Wegen Energy Low. Und die mich jetzt einmal anschießen, weil ich die Strecke noch ein paar Mal versaue, dann war es das für mich. Ich meine, es geht noch, es ist okay, aber... Mir wäre es schöner, wenn ich die Strecke können würde. Ihr seht, ich fliege sie sehr professionell. Der ist so komisch hier, der ist so... Schnell und gleichzeitig wendig. Seltsame Mischung. Man sieht, die Strecke kann ich etwas besser. Oder ich habe einfach nur Schwein. Mensch! Ist der Bon. Aggressiv heute. Lasst doch eure Raketen gerne bei jemand anderem, hm? Nicht? Werd den Quakes auch nicht los. Der ist echt, echt flink. Das Problem mit dem Ding. Wow. Auch die blauen Felder, damit ich ihn abhängen kann. Ansonsten. Meine KI fliegt, glaube ich, ein bisschen langsamer immer. Sonst wäre das als Spieler ja kaum möglich, die einzuholen. Aber trotzdem sollte man die blauen Felder doch kriegen. Das wäre doch sinnvoll. Puh. Terminal, das müsste jetzt die letzte sein. Nicht so jammer, mehr fahren. Ich versuch's. Das ist das Schöne bei Streams, finde ich. Dass man im Nachhinein sich ja manchmal noch selber anhören kann, um zu gucken, wie war der Ton und so. Und dann merkt man, oder ich zumindest bei mir, dass ich oft jammer. Und das viel mehr, als es mir selber auffällt. Und wow. Und deswegen ist es immer ganz gut, ein bisschen positiver zu bleiben und seinen inneren Grinch so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Die Strecke werde ich wahrscheinlich wiederholen müssen. So wie ich die gerade fliege. Ihr seht die also noch ein bisschen mehr.
schön daneben. Aber hey, umso öfter ich sie fliege, umso besser werde ich. Der war ja schon fast tot. Was haben sie denn mit dem armen Kerlchen gemacht? Daneben! Das war arschig, ich weiß. Ich kann ja ein Popcorn-Skript einbauen. Ich weiß nur, dass ich das zum Beispiel bei Rami sehr angenehm finde, dass er sich nicht aufregt. Er nimmt alles mit Humor. Und ich finde ihn deshalb sehr angenehm zu schauen. Und ich versuche natürlich, das ähnlich zu machen und zu sagen, okay, ne? Sei nicht immer so ein Grinch, weil mich das hier selber nervt. Wenn ich mich aufrege und ich mir dann denke so, ist ja unnötig, muss nicht sein, was noch besser. Und da ich mich ja selber ärgere darüber, wenn ich mich so aufrege, weil es ganz oft wegen ganz total unnützen Zeug ist, bin ich immer ganz froh darüber, wenn ich das so ein bisschen flektiert bekomme quasi. Hey, ich bin jetzt schon mal Sechster, immerhin. Er ist entwickelt. Du, es kriegst zurück. Tschüssi. Wow, 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 wow. Hallo, ich hab den Min an. Kase hauen. Kollege, du solltest nicht direkt hinter mir sein. Das ist ungünstig. Okay. Oh, come on. Lass mich euch kriegen. Achso, siehst du, jetzt haben wir das Problem wieder. Ich habe die Strecke neu gestartet, ohne den Track neu zu starten. Aber hey, der Teil des Streams wird nicht gemutet. Juhu! Ich könnte ja eigene Musik spielen, dann spiele ich hier so ganz ruhiges Zeug, so von Enya und sowas, ne? Passt ja sehr gut zum Spiel. Dann wird das wahrscheinlich gemutet wegen Enya. Also irgendwer mutet sein immer. Oh, come on. Hau ab. Hau ab. Ich hab hinter mir einen. Schade. Fast. Hallo? Nee. Ihr müsst wissen, dass diese Steuerung hier sehr empfindlich ist. Irgendwie ist das manchmal ein bisschen doof, das einzustellen. Shit. Missiles. Usch. Ah, es wird besser. Es entwickelt sich, Genossenbauern. No, 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 no. Ist aber ein bösartiger. Ganz bösartiger. No, 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 no. Kriegt er gleich ein paar Raketen am Arsch. Der Gute. Schön am Geschwindigkeitsfeld vorbei. Die Strecke ist auch echt kurz, muss ich sagen. Echt kurz. Mich immer, ob ich da echt Chancen habe, wenn ich einen Typen kriege.
Oh. Runde. Oh, nein. Tod ab, tot ab. Da. Na. Natürlich juckt mir jetzt die Nase. Klar. Die ist echt kurz, muss ich sagen. Die ist richtig, richtig kurz, die Strecke. Deswegen darf man wahrscheinlich keine Fehler machen. Wie diese hier zum Beispiel. Ah, man kriegt die hier besser, wenn man die Luftbremsen gezogen hält. Merke ich. Kannst deine Minen behalten, Kollege. Aber das wird, glaube ich, wieder nichts hier. Nee. Solange ich nicht an denen ordentlich vorbeikomme, wird das nichts. Ah, hab ich jetzt Glück? Bin nur noch Dritter gewesen? What the fuck, Mann? Das kann doch nicht wahr sein! Oh Mann, ey! Ja, aber vor allen Dingen, die hat mir eigentlich früher keine Probleme gemacht. Deswegen verstehe ich das nicht. Kann aber nicht wahr sein, ey. Ja, man darf bei der offenbar echt keine Fehler machen. Sonst war's das. Oder muss, keine Ahnung, einen perfekten Start hinlegen oder sowas. Jetzt muss ich echt versuchen, sie wirklich, wirklich perfekt zu kriegen. Ansonsten wird das nichts. Ausfällt, okay. Wenigstens habe ich jetzt schneller auf das Feld aufgeschlossen. Als vorher. Wow! Die erste Runde, ich bin zweiter Platz. What the hell? Genug Zeit, um haufenweise Fehler zu machen. Yay! Wie diesen hier zum Beispiel. Und diesen hier. Yay! Schluckminen! Oder auch nicht. Yay! Yay, yay, yay. Das ist doch wohl nicht... Ist das heute mit den Jucken? Ich habe das Gefühl, immer wenn ich dieses Spiel spiele... Meint mein Körper so, hey, kratz mich mal. Oh, come on. Hab ich den natürlich wieder an der Backe hier. Schüttel mal einen Quakes, aber ich, das ist... Oh, come on, ey. Hol ich mir das jetzt hier zum Schluss noch kaputt, oder was? Hau ab, Quakes, hau ab. Geh dahin, wo die Russen ihren Mond pflanzen. Nicht hinter. Yay. Oh. Okay. Nächster bitte.
Er ist ein bisschen schwerfälliger. Glaube ich. Hallo? Oder auch nicht. Das ist Erinnerung, dass er schwerfälliger war als der Kotiki. Er ist ein bisschen schneller, glaube ich. Aber er kommt mir tatsächlich sehr windig vor. Ich kann das eigentlich schon wieder neu starten. Das läuft nicht sehr gut. Yay, schubst mich aus den Minen raus. Na, hörst du auf? Und ja, man kann die Dinger von innen fliegen, falls die Frage inzwischen aufgekommen ist. Bei irgendjemandem von euch. Man kann, man sollte nicht. Aber man kann. Jetzt nicht tun. Eine der etwas simpleren Strecken, offenbar. Die einfachere muss ich euch nicht zeigen, weil Porto Coro habe ich in allen schon Gold. Ich mache das immer mit der ersten Strecke. Das ist am einfachsten. Okay, dafür, dass das Rennen so scheiße anfing, lief das doch jetzt ziemlich gut. Aber der ist auch wendig, muss ich sagen. Ich muss den gleich mal von seinen Stats mit dem Goteki 45 vergleichen. Gerne wissen, wo die sich unterscheiden. Ein Full Match. Was denn bitte ein Full Match? Meint er mit 12 oder was? Der Standard, der hier eingestellt ist, 8. Ich würde es auch auf 8 belassen. Na, fahren. Weil 8 ist, 12 ist ätzend. Ich meine, klar, wenn die dich alle in Ruhe lassen, schon, aber wenn du 1000 Leute überholen musst und die schießen dich alle einmal an. Hier eine ganze Runde, verstehe das nicht. Nicht, was er meint, ehrlich gesagt. Es gibt einen so eine Art Kampagnenmodus gibt es schon. Verräter! Danke fürs Abfangen! Was flink ist er! Und das haben wir an der Spitze. Zweimal. Nee? Doch. Ikaras natürlich wieder. Lasst mich überholen, ihr verdammten ethnischen Institutsleute. Mehr weiß ich von denen auch nicht. Das sind nur, dass sie von irgendeinem Institut sind. Mensch, ich bin aus der Sonne. Das ist doch wohl nicht wahr. Kämpfen ihre Plätze hier aber gerade sehr vehement. Fahren. Naja, das habe ich befürchtet. Quatsch. Natürlich ideal, jetzt noch eine Runde zu haben. Mit dem Leben, was ich habe. Aber ich muss sagen, es lief doch insgesamt mal ganz gut. Ich finde den einfacher zu fliegen als den Goteki, muss ich sagen. Da
dachte, es wäre andersrum. Aber um zurückzukommen, es gibt einen Kampagnenmodus, also man kann so eine Art Kampagne fliegen, aber da man, um die ganzen Strecken und Flieger und Extra-Strecken zu bekommen, die hier freischalten muss, liegt das? Das ist doch ein Rennen. Also ich verstehe nicht, was du meinst, ehrlich. Das ist ja ein normales Rennen. Die werde ich nochmal fliegen müssen wahrscheinlich. Boah, der ist aber echt wendig. Was ist schon? Arm Pfizer erwischt. Ja, in der Zukunft gibt es keine Freundschaft zwischen Amerikanern und Europäern mehr. Da wird gnadenlos abgeschossen. Lasst mich vorbei. Ich bin Schaulustiger. Menschenskinder. Ist da nicht wahr? Nee. Das wird nix hier. Das wird nix. Wie man hier oben sagen würde. Mensch, Kaiser, ich habe deinen Kollegen gerade schon abgeknallt. Willst du jetzt echt auch noch sterben? Hey, wie so aggressiv hier. Ne, ihr seht das kommen. Die Strecke seht ihr öfter. Boah, die ist so fies eingebaut, die Aufladestrecke hier. Solange ich diese Kurven hier nicht kriege, da nichts zu machen. Die muss ich erst können. Nee, der wollte Minen ablegen. Yay, Trudeau. Immerhin. Oh Gott, nein. Okay, warte. Okay, ja, ich tue mir das an. Machen wir's. Cockpit-Ansicht. Das wird so schief gehen. Es wird so schief gehen. Wow. Gar nicht so doof, muss ich sagen. Sieht viel mehr. Also ich kann die Kurvenlage besser einschätzen. Ich habe das Spiel nie so gespielt. Nie. Erstmal nicht so schön, finde ich. Aber. Wow. Man kann halt schlechter sehen, wo sich das Heck hinbewegt. Das ist bei der Luftbremse echt mal praktisch zu wissen, wie man sieht hier. Dafür sehe ich besser, wo die Nase ist, aber. Wobei ich das nicht gemacht, wenn mir dabei schlecht geworden wäre. Oh,
Mann, Running dich woanders hin. Das ist doch wohl nicht wahr. Scheiß KI, ehrlich. Mann! Und jetzt noch eine Runde. Haben wir keine Musik, natürlich. Ihr verdammelten Drecksäulen. Wollt ihr nicht so viel fluchen, ehrlich. Ich fluch zu viel. Was passiert dann, wenn man im Cockpit liegt? Mehr konzentrieren, weniger fluchen, ne? Also wenn sie mich jetzt nochmal treffen, dann bin ich tot. Oder wenn ich gegen eine Wand fahre. Immerhin. Das wäre jetzt wirklich lustig gewesen. Das muss ich immer sagen. Aber ich finde es schwerer so. Muss ich sagen. Ich finde es von der Innensicht finde ich schwerer. Und hässlicher. Man klebt halt eher an den Bodentexturen, die, wie ihr seht, nicht sehr schön sind. Und dem macht das halt Spaß, den Flieger so zu sehen, wie er sich in die Kurve schmiegt. Quasi. Gab's die Cockpit-Ansicht im zweiten Teil nicht? Einsamer AG-5, ehrlich. Mensch, AG-5, hier sterben da vorne. Fahren! Mann! Ist doch wohl nicht wahr. Wie lange stimme ich jetzt eigentlich schon wieder? Stanza Inter, ey. Mann, ey. Wie soll man da jemals auf einen höheren Platz kommen?
diese dämliche Strecke. Alter Schalter. Boah. Das hat man hoffentlich nicht gehört. Oh. Boah. So. Jetzt haben wir erstmal die letzte Strecke mit Wipeout. Wow, 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 wow. Miau. Wow, 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 wow. Natürlich. Ja. Hallo, hi, Fumi. Uffala. Schwein gehabt, Schwein. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs von dem hier. Underworld mit Kittens. Ist zwar nur die kurze Version von Kittens, gibt es noch lange. Die ist ein bisschen länger, aber offensichtlich. Deswegen heißt sie ja lange Version. Ich musste das für euch natürlich noch extra erwähnen, dass die lange Version natürlich länger ist. Ne? Wie ihr seht, werde ich wieder nicht Erster, weil ich die Strecke nicht kann, aber egal. Wow. Aber der Track ist ziemlich cool. Die Strecke nicht, aber der Track. Bitte lass das die letzte Runde gewesen sein. Yes! Schön! Boah! Puh. Das Speichern nicht vergessen. Diese Mucke. Okay, wunderbar. Das war's dann erstmal, bevor mein Daumen mehr wehtut. Schon ganz nett. Warte, warte, warte. Gut. Lege ich heute einen guten Übergang hin? Ich glaube nicht. Wird ein bisschen schwer, das immer zu machen, aber... Und aus. Ein bisschen dieser... So. Das kam jetzt etwas plötzlich. Muss mal gucken, ob ich das irgendwie mit den Konsolen besser hinkriege, dass man das so gut einfaden kann oder so. Vielleicht mal den Boost hier ausmachen. So. So. Jetzt geht das. Wunderbar. Es war doch spaßig. Mache ich definitiv nochmal. Ist immer wieder spaßiger, als ich denke vorher. Es gibt dann sicherlich bald heute nochmal Overwatch. Keine Ahnung. Wenn es nicht heute, dann morgen. Wollte ich würde eher sagen, heute hätte ich nochmal Lust drauf. Ja, heute. Vielleicht auch gleich im Anschluss oder in einer Stunde oder so. Ich werde jetzt jedenfalls erstmal kurz ein bisschen chillen.
Und dann geht's Overwatch nochmal. Und ja, für all die, die reingeschaut haben, vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß jedenfalls. Und ja, ich mache das mit dem Popcorn. Das werde ich gleich mal einrichten. Dann könnt ihr das machen. Und ja, nächster Mal streamen dann morgen natürlich. Morgen Vormittag hoffentlich. Ich werde mir, bevor ich morgen streame, das mit den Wellen mal so anschauen, damit ich das im Stream kann. Kann also sein, dass ein bisschen später erst startet. Overwatch-Stream dann in einer Stunde, würde ich sagen, oder so. Ja. Und ja. Vielen Dank fürs Reinschneien. Kritik und Feedback, wie gesagt, immer an meine Adresse, wenn ihr irgendein bestimmtes Spiel sehen wollt. Es gibt eine Liste in der Channel-Info, was ich momentan spielen will. Und ja. Da findet ihr auch weitere Informationen zum Rest, um den ganzen Kram, wo es hingeht. Und wünsche denen, die jetzt dann später nicht mehr dabei sind, einen wunderschönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ich soll das Popcorn für Schaulustige nennen, ja? Gut, dann mache ich das. Dann mache ich das gleich. Könnt ihr dann im nächsten Stream ja dann mal testen. Gut, na dann. Bis gleich. Oder bis morgen. Oder bis später. Und tschüss.